Hallo, in diesem Video möchte ich ein paar kleine Messungen zum Mittelwert und Effektivwert von periodischen Zeitfunktionen mit einem Multimeter zeigen. Dazu habe ich ein paar Geräte aufgebaut. Hier ist ein Oszilloskop. Das nutze ich als Signalgenerator hier. AWG ist ein Arbitrary Waveform Generator. Der kommt hier an diesem Kabel an und den schalte ich jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein. Und lass den mal bei einem Sinus, ich mache mal die Frequenz ein bisschen kleiner, ich nehme mal 100 Hertz und nehme als Amplitude alles, was er kann, 2 Volt und schalte schon mal das Signal ein. So, und damit wir was jetzt hier auch sehen, brauche ich jetzt erstmal noch einen Tastkopf, der ist hier angeschlossen und den nehme ich jetzt mal und schließe den hier eben an den Plusausgang an. Und dann sieht man, wir haben hier schon mal eine Sinuswelle. Ich nehme mal noch einen Trigger dazu automatisch und dann sehen wir hier die Amplitude. Das sind ein bisschen weniger als 2 Volt oder vielleicht ist die Funktion ein ganz bisschen nach unten verschoben als Offset. Und die Periodendauer hier, ein Kästchen sind 5 Millisekunden. Die Funktion wiederholt sich ab hier 10 Millisekunden. Das passt auch genau zu der Frequenz von 100 Hertz. So, und jetzt möchte ich mit diesem Multimeter hier mal den Mittelwert und den Effektivwert messen. Das heißt, ich muss erstmal die Anschlusskabel hier anschließen. Und jetzt kommt der alte Spruch, schwarz ist rot und plus ist minus. Ich muss einmal mit diesem Kabel hier ran und mit dem anderen Kabel hier ran und schalte das mal ein und gehe zuerst mal auf die Einstellung für den Mittelwert. Und dann sieht man, der Mittelwert ist so, wie man das hier auch von so einer Sinusfunktion erwarten würde, nahe 0. Eben vielleicht so ein ganz bisschen nach unten verschoben, das sind die minus 24 Millivolt. Und wenn ich dann mal jetzt hier hinschalte und den Effektivwert messe, dann sieht man, dann sind das 1,404 Volt. Und nicht 2 Volt, wie hier eingestellt sind, denn das, was wir hier einstellen, ist die Amplitude, das ist der Scheitelwert, das ist der Spitzenwert und das, was dieses Gerät hier misst, das ist eben der Effektivwert. Und jetzt braucht man eine kleine Wikipedia-Seite dazu, nämlich die vom Formfaktor, da steht so ein bisschen was dazu drin und dann sehen wir, okay, die Sinusschwingung hat eben einen Scheitelfaktor von Wurzel 2, das heißt, der Scheitelwert, der Spitzenwert, die Amplitude ist Wurzel 2 mal größer als der Effektivwert oder andersrum, der Effektivwert ergibt sich aus 1 durch Wurzel 2 von dem Spitzenwert. Und das können wir jetzt im MATLAB noch mal kurz ausrechnen. Später brauchen wir noch Formfaktoren, die habe ich hier schon mal hinterlegt. Und wir können jetzt mal U effektiv von dem Sinus ausrechnen. Das sind die 2, die wir als Amplitude eingestellt haben, durch die Wurzel 2. Dann kommen da 1,41 raus und das sind auch ziemlich genau eben ein bisschen kleiner die 1,406, die wir jetzt hier messen. Okay. Dann würde ich als nächste Funktion gerne mal eine Rechteckfunktion ausprobieren. Die sieht so aus, hat auch eine Amplitude von 2. Ich messe erstmal wieder den Mittelwert. Der ist auch nahe 0, genau wie man das erwarten würde für eine solche symmetrische Rechteckfunktion. Und der Effektivwert beträgt jetzt hier nahezu 2, ein bisschen weniger als 2. Auch das würde man genau so für eine solche Rechteckfunktion erwarten. Kann ich mal wieder die entsprechende Wikipedia-Seite aufrufen. Die findet man hier unten auch, die symmetrische Rechteckschwingung. Und die hat eben den gleichen Effektivwert wie den Scheitelwert, einen Scheitelfaktor von 1. Wenn man 2 als Amplitude einstellt, dann kommt auch 2 als Effektivwert raus. Das ist genau das, was wir hier sehen. Ich hinterlege mir das mal noch einmal ganz kurz in meinem MATLAB-Programm und sage mal, U effektiv von dem Rechteck ist einfach 2. Und das sind die 2, die wir hier auch so ungefähr messen. Und die letzte Funktionsart, die ich jetzt noch hier ausprobieren möchte, ist eine Dreieckfunktion. Und ich schalte erstmal um, dass wir zuerst mal wieder den Mittelwert messen und hier ist der Mittelwert dann auch wieder wie zu erwarten nahe 0. Wieder auch so ein ganz bisschen nach unten verschoben, minus 16 Millivolt.
Und jetzt schauen wir erstmal kurz auf die Wikipedia-Seite. Was würden wir jetzt für die Dreieckfunktion erwarten? Die ist hier zu sehen. Die hat einen Scheitelfaktor von Wurzel 3. Also der Effektivwert sollte sich aus 2 durch Wurzel 3 ergeben. Den rechnen wir jetzt mal kurz aus hier in MATLAB. Also U effektiv von dem Dreieck sollte sich ergeben aus 2 durch Wurzel 3. Und 2 durch Wurzel 3 sind 1,51 irgendwas. Und dann zeige ich mal wieder das Kamerabild und schalte mal hier um. Und dann sehen wir, wir messen auch ungefähr 1,15 irgendwas. Ein bisschen weniger wieder als das, was MATLAB hier ausgerechnet hat. Aber die Amplitude war ja jetzt eben immer so ein ganz bisschen kleiner. Okay, das war dieses Messgerät. Hier oben steht auch, kann man kaum lesen, True RMS Multimeter. Das ist ein echt Effektivwertmessgerät. Egal wie die Kurvenform aussieht, egal ob man jetzt hier ein Sinus, Rechteck, sonst was hat, das Messgerät misst einem immer den richtigen Effektivwert. So, ein bisschen anders sieht das jetzt aus, wenn man ein älteres Messgerät benutzt. Und deshalb wechsle ich jetzt mal kurz das Messgerät und nehme mal dieses hier von Voltkraft und schließe mal die Kabel wieder an. Und stelle mal ein, dass wir hier auch mal den Mittelwert messen. Dann sieht man hier die minus 23,78 oder minus 24 Millivolt. Die messen wir auch hier wieder. Wenn ich jetzt hier den Effektivwert messe, dann messen wir 1,41 Volt, schwankt so ein bisschen, 1,38. Aber das ist wieder der Effektivwert des Sinus. Ich erinnere an das Ergebnis, was wir hier in MATLAB hatten, das, was hier unten steht. So, okay, das funktioniert also. Für einen Sinus funktioniert das. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal für eine Rechteckschwingung an. Für die Rechteckschwingung würden wir ja eigentlich hier wieder die 2 erwarten. Ich gehe mal noch mal kurz zurück auf den Mittelwert. Da sieht man, okay, der Mittelwert, der passt auch. Minus 8 Millivolt, das ist nahe 0. Aber der Effektivwert, da würden wir jetzt 2 erwarten. Hier kommen aber nicht 2 raus, sondern hier kommen 2,20 raus, 2,18, irgendwie sowas im Dreh, schwankt so ein bisschen. Sagen wir mal 2,20 oder 2,19. Da sollten aber, zurück zum MATLAB, da sollten eigentlich 2 rauskommen und nicht mehr als 2. So, und woran liegt das jetzt? Das liegt daran, dass dieses Messgerät nicht wirklich den Effektivwert misst. Es tut so, wie wenn es uns den Effektivwert anzeigt, aber es misst eigentlich den Gleichrichtwert, der einfacher zu messen ist. Und jetzt kommt nochmal die entsprechende Wikipedia-Seite hier zum Tragen. Denn das, was wir jetzt brauchen, ist dieser Formfaktor. Der Formfaktor ist nämlich das Verhältnis zwischen dem Effektivwert und dem Gleichrichtwert. Und das, was dieses einfache Messgerät, dieses jetzt hier misst, es misst eigentlich den Gleichrichtwert, multipliziert den Gleichrichtwert dann mit diesem Formfaktor, dann kürzt sich der Gleichrichtwert raus und es zeigt uns den Effektivwert an. Und das funktioniert aber nur, wenn man eine Sinusfunktion misst. Wenn man was anderes misst, was einen anderen Formfaktor hat, also die Sinusschwingung hat einen Formfaktor von 1,11, das heißt, das Messgerät misst eigentlich den Gleichrichtwert, multipliziert den mit diesen 1,1107 und zeigt dann den Effektivwert an. Wenn man jetzt andere periodische Zeitfunktionen hat, wie zum Beispiel die Rechteckschwingung, dann funktioniert das nicht, weil die einen anderen Formfaktor hat. Das heißt, wir müssen das, was wir messen, mal durch den Formfaktor von der Sinusschwingung teilen und dann mit dem Formfaktor von der Rechteckschwingung multiplizieren. Dann sollte das wieder funktionieren. Also schauen wir uns das mal an. Wir messen 2, einigen wir uns auf 2,18. Wir messen 2,18 und wir brauchen jetzt dann den Formfaktor des Sinus, die 1,107, und wir brauchen den Formfaktor des Rechtecks, das sind 1. Und nehmen jetzt eben, ich zeige noch mal kurz das Kamerabild, die 2,18, teilen die durch den Formfaktor von dem Sinus
und rechne die mal den Formfaktor von dem Rechteck. Und dann sollte der richtige Effektivwert rauskommen, nämlich was ein bisschen kleiner ist als 2. Das sind ungefähr die 2, die wir vorhin hatten. Also in dem Sinne passt das jetzt wieder. Wir messen jetzt auch für die Rechteckschwingung hier das Richtige. So, das probieren wir jetzt gleich nochmal mit der Dreieckschwingung aus. Ich schalte erstmal zurück. Wir messen mal wieder den Gleichanteil. Der liegt bei minus 16 Millivolt. Das passt. Und ich schalte auf, also sollte natürlich ideal 0 sein. Und ich schalte mal um auf die Messung des Effektivwertes. Und da bekommen wir jetzt 1,09, sagen wir mal 1,09 angezeigt. Und jetzt ist wieder das gleiche Spiel. Also wir gucken auf die Tabelle hier in der Wikipedia und sagen, okay, die Sinusschwingung hier oben hat diesen Formfaktor, die Dreieckschwingung hat diesen Formfaktor. Der ist fast der gleiche, aber ein bisschen anders. Also gleiches Spiel in MATLAB. Wir nehmen die 1,08 oder 0,9, teilen die durch den falschen Formfaktor, der da einprogrammiert ist in dem Messgerät vom Sinus, und multiplizieren den Wert mit dem richtigen Formfaktor der Dreieckfunktion, die hier vorliegt. Und dann kommen wir auf einen Effektivwert von 1,13. Tatsächlich sollten wir ja auf einen Effektivwert von 1,15 kommen. Also das passt eigentlich ganz gut. Ist auch wieder ein ganz bisschen kleiner. So, das war dieses Messgerät. Und als letztes und weiteres Messgerät, und ich zeige mal im Hintergrund das Oszilloskopbild an und schalte mal wieder gleich zurück auf den Sinus. Als letztes Messgerät möchte ich noch ein drittes Messgerät ausprobieren, nämlich ein weiteres Messgerät von Voltkraft, aber ein bisschen älteres, das nämlich kein Auto-Range hat, sondern wo man den Messbereich selber einstellen muss. Und der ist jetzt hier auch schon mal auf AC Volt eingestellt. Die DC-Messung, die sparen wir uns mal. Da wird wieder 0 rauskommen. Das glauben wir diesem Messgerät jetzt mal auch so. Und ich schalte das mal auf einen Bereich von 2 Volt, den wir jetzt ja hier haben. Und schalte mal ein und dann misst das. Und es misst uns für die Sinusspannung eben 1,396. Das, was wir aus MATLAB erwarten hätten würden von dem Effektivwert des Sinus, ist ein bisschen mehr. Also das misst wieder etwas zu wenig, oder das Oszilloskop gibt an dem Ausgang einfach ein bisschen wenig raus, oder ein bisschen geht hier noch auf den Kabeln verloren. Das passt aber. Das funktioniert, denn der Formfaktor des Sinus ist dort fest einprogrammiert und sollte für eine Sinusfunktion passen. Okay, als nächstes probieren wir wieder das Rechteck. Und bei dem Rechteck sieht man jetzt hier, der Range ist zu groß, das funktioniert nicht. Ich muss mal auf den nächsten Messbereich umschalten. Und dann misst das 2,20. Okay, das hatten wir schon mal. Ich gehe mal zurück in MATLAB. Hier hatten wir schon mal die Rechnung mit den 2,18, also 2,20 durch den falschen Formfaktor des Sinus geteilt mal den richtigen Formfaktor des Rechtecks multipliziert, kommt ein Effektivwert für die Rechteckschwingung von 1,89 raus. Das ist auch ungefähr der, den wir vorhin mit dem anderen Messgerät gemessen haben. Eben ungefähr knapp 2, die da rauskommen sollten. Okay, das funktioniert also. Können wir zur letzten Messung kommen. Wir machen das gleiche nochmal mit dem Dreieck. Das sind jetzt wieder viel weniger, deswegen kann ich hier nochmal den Messbereich wechseln, dann wird die Messung nochmal ein bisschen genauer. Dann messen wir 1,103 und die 1,103 kann ich hier auch eintippen. 1,103 durch den falschen Formfaktor des Sinus mal den richtigen Formfaktor des Dreiecks kommen wir auf einen Effektivwert für die Dreieckschwingung von 1,14 irgendwas. Und tatsächlich sollten da ja 1,15 rauskommen, und das heißt, das passt dann auch wieder ganz gut. Und das war alles, was ich mal in diesem kleinen Video zeigen wollte, wie man Mittelwerte und Effektivwerte von verschiedenen periodischen Schwingungen misst, die nicht notwendigerweise sinusförmig sind, und wo man dabei eben aufpassen muss, wenn man mit einem
Echt Effektivwertmesser, hier kann man es jetzt noch mal ein bisschen lesen. True RMS Multimeter versus einem altertümlichen Multimeter misst, was eben nur in Anführungszeichen den Gleichrichtwert misst und den dann in einen Effektivwert umrechnet. Und das, was man eben ein bisschen als Theorie im Hintergrund dabei braucht, ist alles auf dieser Wikipedia-Seite hier beschrieben zum Formfaktor, die ich in der Videobeschreibung unter dem Video dann noch mal verlinke.